Hey Sportsfreunde und herzlich willkommen am längsten Strand von Koh Phangan und zwar auf Ban Kai. Ich bin die Cat von Beach Inspector und ich bin hier gerade kilometerweit für euch rumgelaufen, um das ganze Ding mal abzuchecken. Also, ihr könnt hier wahnsinnig gut Kitesurfen, am besten in den Monaten von Dezember bis März, da läuft es wirklich am besten. Ihr könnt Stand-Up-Paddling machen oder ihr könnt einfach nur den ganzen Tag im Sand rumliegen und rumchillen. Also der Strand, der ist wirklich 4 Kilometer lang, hier findet jeder ein Plätzchen. Er ist unterteilt in 2 Bereiche. Also wenn man hier hinter mich läuft, da geht es über so ein paar Felsen drüber. Das sind dann schon wie so eine Art private Buchten. Also da haben sich ein paar Leute ein paar eigene Häuschen hingezimmert. Das sieht schon super schick aus, wenn man da wohnt. Das ist eigentlich richtig cool. In die andere Richtung, es ist sehr für junge Leute ausgelegt. Also man hat relativ günstige Hütten, die überall direkt in erster Reihe vom Strand stehen. Ein paar coole Pool-Beach-Bars, wo auch Nachmittag ein bisschen Musik läuft und Leute abhängen. Allgemein sind mehr junge Leute hier in Ban Kai und nicht so wirklich viele Familien, weil wir hier einfach in dem Partyareal von der Insel sind. Direkt am Strand davon kriegt man eigentlich aber nicht recht viel mit, also es ist tatsächlich sehr ruhig. Wir haben hier wieder die Besonderheit mit dem Wasser, wie überall an der Westküste. Es zieht sich ab dem Frühjahr extrem weit zurück, also zum Baden ist es tatsächlich in der Hauptreisezeit im Winter am besten geeignet. Ansonsten ganz schöner Strand, ein bisschen Seegras wird angespült, aber hier sind auch sehr viele Leute unterwegs, die das regelmäßig wegmachen, damit man hier entspannt schön im Sand rumliegen kann. Kommt mal vorbei und schaut es euch an. Hi, my name is Gabriel. I'm an instructor here in Ban Kai. Kitesurfing is our main activity here. So people come kitesurfing here. It's a spot where it's very shallow water, so it's perfect for kitesurfing since you can stand up anywhere when you learn. Nice sand, not too many rocks. We have a reef maybe 200 meters out, so if people want to surf some waves or try the choppy water, they can do it too. If you want to try the kite, come and see us at the surf shack in Ban Kai.